Hallo Welt, da stehen wir wieder vor den Mauern, vor den Toren von Windhelm. Und da gehen wir rein, aber Moment mal, wir haben irgendetwas. Es zuppelt hier die ganze Zeit so verdächtig. Starke Winde, nass und kalt sind wir. Ihr seid im Schneesturm gefangen, eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% verlangsamt. Deswegen war unser beschworenes Pferd auch so langsam letztens. Eine warme Suppe und alles ist gut, oder? Oh nein, kein rohes verlassen. Ich wollte doch hier das Süppchen essen. Ich dachte, davon hätten wir drei. Tomatensuppe, davon haben wir ein paar. Okay, da wird es uns vielleicht etwas wärmer. Gesättigt sind wir wenigstens. Na gut, rein geht's hier also. Ach komm, wenn uns so kalt ist, dann gehen wir uns hier jetzt erstmal aufwärmen. Hauskerzenschein. Ah, da können wir auch schön Musik hören. Kommt herein. Ja, es ist eine Ode an Himmelsrands treueste Söhne und Töchter. Die Sturmmäntel. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung. Man kann nicht nur die dicken Stäbe ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und ist es zu end, führt noch so in Garde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Oh, das war schon. Na gut. Nils, wir reden hier mit niemandem. Wir wollen uns einfach nur aufwärmen. Was? Achso, wir sind runtergefallen. Oh nein, wie ungeschickt. Oh, Kinder in der Kneipe. Ach, nein. Gucken wir mal lieber, wie es uns geht. Du, uns geht's gut. Herzhafte Mahlzeit haben wir drin. Und sowieso geht's uns ganz gut. Was haben wir denn hier eigentlich an? Ja, die Lippen sehen auch wieder normal aus und das Kinn, ja gut, das Kinn. Ja, es geht, aber das Muttermal ist weg. Okay. Also hat sie auch was gebracht. So, jetzt also raus und dann mit dem... Ah, ich weiß ja, was passiert. Nein, weiß ich eben nicht. Es ist viel zu lange her. Aha. Guck an. Hauskerzenschein, na gut. Das sollte auf den Schildern nämlich auch eingedeutscht sein. Aber ja gut, ich gehe jetzt nicht auf alle Kleinigkeiten ein, die mir da so auffallen. Höchstens die Sachen, die mir positiv auffallen, darauf könnte ich ja eingehen. Oh, da, wir sind sofort wieder am Erfrieren hier. Wir haben die falsche Kleidung an. Wie sieht's denn aus mit der Kleidung eigentlich? Wird da jetzt irgendetwas anders angezeigt als zuvor? Hier zum Beispiel. Nein, da wird leider gar nichts angezeigt. Jetzt, wie kommt das denn? Ach so, das muss ich dann ja auch wieder neu einstellen im MCM, also in diesem von SKSE 64. Da müsste das dann wieder eingestellt werden, dass das hier angezeigt wird und dass die Schrift vielleicht auch kleiner dargestellt wird, damit so etwas hier gar nicht passiert. Das liegt jetzt, ja, also so etwas, da war der Text etwas so lang. Das liegt jetzt aber an der Übersetzung, denke ich. Moment, hier sind wir falsch. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Aha, jenseits dieser Mauer. Da oben scheint es zu sein. Da sollen wir mit jemandem sprechen. Wo gehen wir lang? Links lang? Rechts lang? Da gehen wir mal hier lang. Da waren wir doch gerade schon.
Wir werden noch erfrieren hier. Ah, wir schaffen das. Kein Problem. Oh, hier kann man gar nicht rauf. In eine warme Stube wollen wir doch schnell wieder. Hier sollen wir rein. Aretino Residenz. Dürfen wir hier rein? Ja, wir machen's. War ja nicht so schlimm. Alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Bruderschaft wird dafür sorgen. Relot, alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Bruderschaft wird dafür sorgen. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Junge. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Was machst du? Buh! Sterbt, Grelot, sterbt! Hallo? Da seid ihr ja endlich! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Jawohl! Alles in Ordnung mit dir? Es hat geklappt! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Ich wusste es einfach! Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und den Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Ja! Ja, natürlich. Das schwarze Sakrament. Mhm. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Welchen Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten. Ja, können wir? Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ich bin nicht sicher. Hallo? Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhall-Waisenhauses. Aber nicht mehr lange. Ja, eine Hexe, was? Aber Aventus Aretino, erzähl mir etwas über eure Mutter. Was ist geschehen? Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Und sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und jetzt bin ich ganz allein. Der Jarl sagt, dass ich ins Ehrenhall-Waisenhaus muss. Das ist nicht fair! Nein, ist es auch nicht. Aber seid ihr euch da sicher, Junge? Wollt ihr wirklich diese Frau umbringen? Ich war mir einer Sache mein ganzes Leben lang nicht so sicher. Jemand wie Grelot verdient es nicht, auch noch einen Tag länger zu leben. Sie ist ein Monster! Oh, dann müssen wir wieder nach Riften, was? Wir können doch von dem Kind keinen Preis nehmen. Kein Geld. Nein, 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 das machen wir nicht. Hast du denn sonst nichts zu sagen? Können wir nicht... Was sind das für Schatten? Das sieht ja gruselig aus. Hast du keine Angst hier ganz alleine? Moment. Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Ich weiß. Sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Hey, hey, Junge, guck mal. Ich kann einen guten Trick hier. Pass auf. Moment, hier. Grelot ist die Heimleiterin. Oh, hoppla. Hat nicht funktioniert. Aber wäre gut, wenn er funktionieren würde, der Trick. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Kuss, liebste Mutter. Und wir haben Menschenfleisch und auch das menschliche Herz. Ja, der hat ja ganz ordentlich hier gewirkt. Wohl alles. Den Eisendolch hat er, eine Blume hat er hier. Eine Tollkirsche. Sollst du denn mit Tollkirschen spielen? Bitte tötet Constance Michel nicht. Sie ist nämlich wirklich gütig.
Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhallwaisenhauses. Aber nicht mehr lange. Du lässt uns auch nicht in deinem Bettchen schlafen, was? Dabei sind wir doch so nett. Ah, der große Rucksack. Ah, ja, ja, ich verstehe. Ja, alles schön und gut hier. Und was ist das? Brief des Vogts. Okay. Frostsalze. Oh, die sehen aber jetzt auch nicht so schön aus mehr. Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhallwaisenhauses. Aber nicht mehr lange. Ah, da müssen wir wohl hin. Moment, Moment, Moment. Der Brief des Vogts. Gucken wir erstmal da rein. Meister Aventus Aretino, Jarl Ulfric Sturmmantel, sendet euch sein tiefstes Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia. Unglücklicherweise kann euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandte seid. Daher werdet ihr aufgefordert, euch innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhall in Rifton zu melden, wo ihr bis zu eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Die Aretino-Residenz in Windhelm wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Ich bin mir über das Maß an Bildung, das euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, Your Life, Vogt unseres edlen Jarls Ulfric. Oh, das nehmen wir mal mit. Warum, weiß ich nicht, aber kann ja nicht schaden. Ein Kuss, liebste Mutter. Das müssen wir jetzt, glaube ich, lesen. Das dürfen wir lesen. Ein Kuss, liebste Mutter. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen? Du wünschst eines anderen Tod? Bete, Kind, bete und lasse die Mutter der Nacht deine Bitte erhören. Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen, das schwarze Sakrament. Forme ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen, darunter einem Herzen, einem Schädel, Knochen und Fleisch. Errichte Kerzenzirkel um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche abgerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dann warte, Kind, denn der Schreckensvater Sitis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird dich aufsuchen. Und so beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Das nehmen wir gleich mal mit. Ja gut, die anderen Sachen lassen wir so als Deko da. Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhallwaisenhauses. Ja doch. Aber nicht mehr lange. Ja, wir wissen ja jetzt so langsam Bescheid. Was habt ihr denn hier eigentlich so komisch gebaut? Da oben der Raum, das ist verschenkter Platz. Warum? Hier könnte gut ein Bett stehen, man muss nur rüberspringen können. Moment, Wein? Hast du das getrunken, Junge? Oh, da ist überall nichts drin. Wir müssen das erstmal alles richtig einstellen. Moment, was ist das denn Hässliches? Eine Fellkapuze. Ah ja, okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Ja, liebe Welt da draußen, wir werden also jetzt mal in unser Quest-Tagebuch reinschauen und gucken, was sich da jetzt für uns geöffnet hat.
Verschiedenes. Ich tippe mal drauf, dass es jetzt eine neue Queste ist. Verlorene Unschuld. Und wir haben hier das Zeichen der stählernen Bruderschaft, wollte ich sagen, aber die heißt hier dunkle Bruderschaft. Nach dem kürzlichen Tod seiner Mutter wurde Aventus Aretino nach Riften in das Waisenhaus Ehrenhall geschickt. Er hält mich für einen Assistenten der dunklen Bruderschaft und hat mich gebeten, die sadistische Heimleiterin Grelot, die Gütige, zu ermorden. Töte Grelot, die Gütige, heißt es also. Das soll unser Ziel sein. Ja, noch eine Hauptaufgabe. Da bin ich aber dafür, dass wir hier nochmal nach unten gucken und gucken, was wir hier machen können. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Nein, tritt den kaiserlichen, der kaiserlichen Armee bei. Nein, erkunde die Bardenakademie. Ja, das ist ganz in unserem Sinne. Da müssen wir aber nach Einsamkeit. Also wir nehmen Aufträge an, führen die nicht zu Ende und wundern uns, dass unser Quest-Tagebuch immer größer und größer wird, immer mehr anschwillt. Können wir nicht was Einfaches machen, wie finde das Schwert des Roten Adlers? Na, vielleicht. Wollen wir jetzt echt die Bardenakademie erkunden? Da wird das eintreten, was ich schon sagte. Wir werden wahrscheinlich 10 weitere Aufgaben dafür dann bekommen. Ich würde ganz gerne das haben, dass die Liste ja etwas übersichtlicher wird. Erkundige dich über Isabel Rolain in Winterfeste. Erkundigen klingt ja, klingt einfach, ja. Töte den Anführer von. Ach, da müssen die Modifikation muss ich hier wieder einbauen. Natürlich. Aber jetzt bin ich froh, dass es erstmal läuft. Machen wir erstmal ein paar Folgen so. Damit das überhaupt mal wieder ein Comeback auf unserem Kanal gibt hier von Skyrim. Ja, die Bardenakademie. Warum war das denn letztens alles so einfach? Naja, weil wir zu fünft unterwegs waren. Die haben ja alles gemacht. Wir mussten nur aufpassen, dass wir keinen erschießen von unseren Leuten. Nein, erkunde, wie gesagt, das wird lange dauern und. Okay, wir machen das so. Wir machen hier ein Ende der Folge und entscheiden uns dann einfach in der nächsten Folge, was wir machen, wie es dann weitergeht. Aber ich kann schon mal vorausahnen, ganz vorsichtig, dass wir etwas aus diesen verschiedenen Sachen hier machen werden. Da sind ja noch ganz schön viele. Sprich mit Brüling. Hört sich eigentlich auch einfach an. Ach, wir werden sehen. In der nächsten Folge, nicht mehr in dieser. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Haben wir irgendwo schönes Licht? Oh, das ist doch ein schönes Bild hier. Perfekt, oder? Oh, hoppla. Ja, ich finde, das geht so. Das gibt doch ein Thumbnail mit den vielen Kerzen drauf. Sehr schön. Unsere Lucretia mit dem neuen Gesicht ist auch zu sehen. Ja, habe ich mich schon bedankt? Dann bedanke ich mich nochmal. Und zwar für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.